6 Uhr ist es. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Für die kleine Yara beginnt mit der Einschulung der Albtraum. Sie ist in ihrer Klasse die Einzige, die zu Hause Deutsch spricht. Das ist ja erstmal gar kein Problem. Sie wird nur leider ausgegrenzt in der Klasse und später sogar verletzt mit spitzen Gegenständen und anderen Dingen. Wir haben uns mit der 8-Jährigen getroffen und mit ihrem Vater und ihr über diese Zeit gesprochen. Und es kam auch zu Angriffen. Und wir reden hier nicht von Schulhofrangeleien, die hätte ich noch toleriert, sondern richtig tätliche Angriffe. Wenn was Schlimmes passiert ist, da habe ich manchmal auch angefangen zu heulen, habe mir gewünscht, dass meine Eltern da sind. Von hat ein arabisches Kind sie einfach hingeschubst. Ein Kind, was sie gar nicht kannte, schlitzt dieses Kind mit einem scharfen Gegenstand in die Bauchdecke auf. Wenn Yara vor ihrer alten Schule steht, kommen all die schlimmen Erinnerungen wieder hoch. Erinnerungen an Ausgrenzung und körperliche Gewalt. Ich war eher ganz traurig. Manchmal habe ich Bauchschmerzen bekommen. Und wenn ich Schmerzen hatte, hat mein Lehrer immer gesagt, du hast doch fast immer Schmerzen. Yaras Vater merkt, wie sich seine kleine Tochter zusehends verändert. Ein Kind muss da nicht viel sagen, dass man das merkt. Ich habe das gespürt. Mein Kind war immer offen, glücklich, fröhlich und es wurde einfach ein bisschen in sich gekehrter. Man hat gemerkt, dass sie halt nicht mehr gern zur Schule geht. Verständigungsprobleme, denkt der besorgte Vater zuerst. Schließlich ist sie das einzige deutschsprachige Kind in der Klasse. Alle anderen sprechen gebrochen oder gar kein Deutsch. Der erste Elternsprechtag, der war kurz nach Einschulung, da ging das schon los, dass eine Übersetzerin tätig war, die halt vom Deutschen ins Türkische übersetzte, sodass die ganzen arabischsprachigen Leute da überhaupt was verstehen. Also ich kam mir da total verloren vor. Mir wurde bewusst, wie meine Tochter sich dann auch fühlen muss. Ne? Doch was die Erstklässlerin an ihrer Grundschule wirklich durchmachen muss, erfährt er erst, als er Verletzungen bei seiner Tochter sieht. Das Mädchen erzählt, es sei erst hingeschubst worden. Und sie rafft sich auf, dreht sich um, in dem Moment schlitzt dieses Kind mit einem scharfen Gegenstand ihr die Bauchdecke auf. Also die Haut oben aufgeschnitten, dass sie stark geblutet hat. Und sie ist natürlich dann auch zur Lehrerin, hat diese Wunde gezeigt, das hat natürlich wehgetan, geblutet. Ne? Und die Lehrerin hat das völlig runtergespielt und hat mein Kind tatsächlich noch den Rest des Tages am Unterricht teilnehmen lassen. Verletzungen mit gefährlichen Gegenständen an einer Grundschule und anschließend kein Anruf bei den Eltern des verletzten Kindes? Mike F. wendet sich an die Lehrer, doch da sei er abgeblitzt, erzählt er uns. Ich habe halt betont, dass es arabischstämmige Kinder waren. Das war schon zu viel. Da wurde ich gleich abgebremst und es war eine Lehrerin, mit der ich gesprochen habe. Und ja, das Problem gibt es auf anderen Schulen auch, das hat mit der Herkunft der Kinder nichts zu tun. So, und ich habe dann natürlich gesagt, Moment mal, also für mich ist das ein Unterschied. Eine normale Schulhofrangelei, wo man sich mal ein bisschen balgt, so ich das von früher auch kenne, oder wo hier wirklich Gegenstände und Waffen zum Einsatz kommen, das ist ein Unterschied. Erst als er das Schulamt informiert, sei Bewegung in die Sache gekommen, ein Schulwechsel überhaupt möglich gewesen. Seitdem blühe Yara endlich wieder auf, sei fröhlich, ausgelassen und habe endlich Freunde gefunden. Wo ich jetzt in der Filmerschule war und wo mein erstes Geburtstag dort war, da hat mein Papa mir Einladung gemacht von Ariel. Und da habe ich 13 Kinder eingeladen. Es sind aber nur 12 gekommen, eins hat gefehlt, aber das war echt schön. Wir haben echt schön gefeiert. Übrigens, auch in Yaras neuer Klasse gäbe es Schüler mit Migrationshintergrund, erzählt uns der Vater. Doch dort gäbe es keine Probleme. Und die 8-Jährige kann seit dem Sommer endlich angstfrei zur Schule gehen.